Gronkh hat einen Brief von der Landesmedienanstalt bekommen. Dieser schreibt ihm vor, dass er für seine Streams ab dem 20.05. eine Rundfunklizenz braucht. Er hat sich juristisch mit PietSmiet, die dasselbe Problem haben, zusammengeschlossen. Die Abmahnung wurde aber nicht einfach so von der Landesmedienanstalt verschickt. Gronkh ist sich sicher, dass ein Streamer mit ähnlichem Content wie er PietSmiet und ihn angezeigt hat. Er nennt dieses Verhalten Konkurrenzausschaltung. Gronkh möchte, dass die Politik das Rundfunkgesetz erneuert. Das Gesetz ist veraltet, es stammt irgendwann aus den 50ern, es hat nichts mit dem Internet zu tun, wird aber jetzt aufs Internet angewendet. Gronkh bezeichnet Deutschland als Bananenrepublik in Sachen Internet. In seinem neuesten Stream hat er dann gesagt, dass er nur noch bis zum 19.05. streamen kann, da er keine Rundfunklizenz geholt hat. Der Preis von 1.000 bis 10.000 Euro für 4 Jahre ist aber nicht der Grund für die fehlende Lizenz. Eher aufgrund der Vorschriften, dass er dann einen Programmdirektor und einen Jugendschutzbeauftragten einstellen müsste, kauft er sich keine Lizenz. Er könnte nach dem 19.05. auf YouTube streamen, da er nur für Twitch eine Abmahnung bekommen hat. Dies möchte er aber nicht, da ihm YouTube als Streaming-Plattform nicht gefällt. Was meint ihr? Wird er sich eine Lizenz kaufen oder bis zu einer möglichen Gesetzesänderung nicht mehr weiter streamen? Drückt doch oben rechts auf das i und stimmt darüber ab. Teilt doch das Video, damit Gronkhs Zuschauer auch informiert werden, dass er ab dem 19.05. nicht mehr streamt.